jetzt kommen wir hier. Hisbollah Barbie. Das war einer der Banger der letzten Woche. Hisbollah Barbie hatte ein Buch geschrieben. Habe ich bei Big Mike schon angekündigt. Das Buch heißt Laut. Wir dürfen sie Hisbollah Barbie nennen. Das hat Hendrik Bruder, hat sie, glaube ich, so genannt. Hisbollah Barbie. Und ich glaube, es gab dann Klage, Anzeige und so weiter. Und Gericht hat entschieden, es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten, man darf es sagen. Ey, danke, Demokratie, freiheitlich-demokratische Grundordnung, du darfst doch alles sagen. Beste Land aller Zeiten. Das muss man sich mal überlegen. Das ist okay. Selbst in diesem Clownland darf man es noch sagen. So. Ach, du kanntest das noch nicht? Ja, das ist ja die Hisbollah Barbie. Also ich habe einen Softspot für sie. Ich finde, die ist so alt wie ich. Die ist so alt wie ich. Die ist 45 oder so. Späte Mutter ist natürlich auch schon falsch. Aber irgendwo auch ein bisschen Abraham-Front am Machen. Quasi die Normis am Überfordern. Sprich, niemand traut sich irgendwas zu sagen. Natürlich mehrfache Randgruppe, Frau, Hisbollah, das ganze Programm. Und dann aber natürlich auch viel gegen Rechtsruck, laut gegen Nazis halt, ne? In dem Buch geht es um Hate Speech. Hass und Hetze. Hass und Hetze machen natürlich immer nur die anderen. Und was ihr da so alles passiert ist. Genau. Und viele Leute sind Fans, ne? So, hier, genau, jetzt geht es ja direkt weiter. Weil es gab dann noch weitere Klagen. Sie klagt immer, glaube ich, sehr viel. Ganz, ganz viele Anklagen macht sie und will immer nicht beleidigt werden. Aber nächste Schlappe, erst Hisbollah Barbie. Steinhöfel war es, glaube ich. Ey, die Hälfte hier war noch nicht auf der Welt, oder? 1990 war ich Steinhöfel-Fan. Habe ich gedacht, was ist denn das für ein Total Savage-Typ da bei RTL? Einen Golfschläger in der Hand, die Calls am entgegennehmen und die Leute, BDSM-Segment, BDSM-Vordenker, Schwarzer Messias-Vordenker, die Leute da zur Sau am machen. So, jetzt hier. Das Gericht in Heilbronn ist der Meinung, nicht nur Hisbollah Barbie, dass die Beleidigung, du dämliches Stück Hirnvakuum, von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Das ist ein fatales Signal. Das ist ein fatales Signal. Ja. Also eigentlich ist sie zu alt für mich, ne? Meinst du das hier? Aber trotzdem, irgendwie, es ist... Also lieber hätte ich natürlich American Chappie, ne? AOC, mit Crazy Eyes, Big Titty, Comic Girlfriend. Aber hier, irgendwie, keine Ahnung, sie... Mehrere Cartier-Uhren immer links und rechts eine, ja, keine Ahnung, natürlich alles vom Staatscoin, von unserem Geld. Aber hier, wir dürfen sie auch nennen, du dämliches Stück Hirnvakuum. Hisbollah Barbie und du dämliches Stück Hirnvakuum. Es ist beides legal. Von der Meinungsfreiheit gedeckt. Meinungsfreiheit. Ja, moin. Es ist vielleicht eure Meinung über sie. Ich finde Hisbollah Barbie sexy. Black don't crack. Ist so, Kurt. Guck mich an. Guck sie an. Jo. Dann hier die nächste, da habe ich entdeckt dann von Safsan Chapli geretweetet, weil ich bei Safsan kurz auf dem Profil war. Sie ist ja auch, ich glaube, das ist die Annika Brockschmidt, auch eine der stärksten und unabhängigsten Powerfrauen da draußen im Kampf gegen Rechts und so weiter. Ich glaube, sie ist sie die, die immer den Rechtsruck in Amerika kommentiert. Ne? In Amerika ist ja auch immer alles kurz vorm Vierten Reich. Ich glaube, das ist die. Und hier, ich habe wirklich in den Kommentaren 5000 Likes fast. In den Kommentaren habe ich versucht rauszufinden, wen sie meint. Ich habe keine Ahnung. Meint sie Jordan Peterson? Wen meint sie? Privilegierter Mann erklärt die Welt, warum Feminismus eigentlich in die Tonne kann. Zahlreiche Feuilletons feiern ihn. Wisst ihr, wie verhöhnend das ist? Ah ja, es ist sie, oder? Sie ist das. Mit Amerika immer. Weiß ganz viel über Amerika. Genau, Feminismus in die Tonne kann, zahlreiche Feuilletons feiern ihn. Wisst ihr, wie verhöhnend das ist? Ist ganz gemein. Ist ganz gemein. Während wir einen weltweiten Rechtsruck, da haben wir es. Weltweiter Rechtsruck. Es ist wirklich, ja.
Ist das so? Beziehungsweise sollte dem so sein? Warum? Hä? Also wieso? Maybe it's a you problem? Mit keinem dort gesprochen weiß alles. Nice, Hagen. Der Frauen auf ihre Gebärfähigkeit reduziert und ihnen die Rechte nehmen will. Ja. Embrace tradition. Also reject modernity, embrace tradition. Ich meine, mach Baby, aber du scheinst nicht glücklich. Vielleicht doch mal was gebären. Wie wär's? Wie wär's? I'm only asking questions. I'm only asking questions. Manchen tut's gut. Manchen macht's Spaß. Es ist auf jeden Fall bei Frauen ein unique selling point. Es ist etwas, was die Männer, also, jetzt muss ich selber nachdenken, was Männer mit Penis nicht können. Was die Männer mit Penis nicht können. Nur Männer mit Scheide. Und Frauen mit Scheide. Menschen mit Scheide. Aber mal angenommen, ja, mal angenommen, man würde jetzt davon ausgehen, ach, das ist ja auch schon rechts. Also Menschen mit Scheide, du bist eine von denen. Die Hälfte der Menschen können das nur. Und du könntest das vielleicht mal ausprobieren. Ich glaube nur auch schon spät dran, oder? Wie alt ist sie? Safe spät dran. Safe spät dran. Oder vielleicht hat sie auch schon ganz viele. Nee, eine, die so redet. Annika, wo ist sie? Kommt gar nicht oben. Annika Bengtsson. Niemand weiß, wer Annika Brockschmidt ist. Journalistin. Wie alt bist du, Baby? Oh, 30. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Come on. Gewehrfähige Person mit Uterus hat einen Hund. Okay. Ja, nee, alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche dir, dass vielleicht doch noch schnell noch einer vorbeikommt, der es gut mit dir meint. Man spürt förmlich die Erleichterung von Redakteuren der entsprechenden Texte und Interviews. Dieses endlich sagt es mal einer und dann ist es noch ein Professor. Wer ist das? Von wem redet sie? Ich konnte in den ganzen Kommentaren nicht rauskriegen, wen sie meint. Aber Safsan Chebli retweetet es. Safsan Chebli, ganz spät noch ein Kind gekriegt. Ganz spät noch. Ah ja, hier geht's weiter. Micky Beisenherz ist ja auch einer unserer Lieblings, ne? Anna Schneider, based Libertarian Girl. Fast von der Energie her mir fast ein Tick zu männlich, aber wir lieben unsere Based Girls, ne? Micky Beisenherz, schlau, Raubein mit Herz. Raubein mit Herz. Findest du, dass das als Beleg für bedrohte Meinungsfreiheit taugt? Weil Anna Schneider schrieb, gutes Signal für die Meinungsfreiheit, bla. Micky Beisenherz gefällt das nicht. Ansonsten immer Rechtsstaat, freiheitlich, demokratische Grundordnung, alles sehr, sehr gut. Aber nur wenn die hinterher die Urteile, genau, wählen gehen, aber nicht wählen. Rechtsstaat, aber immer nur die eigenen Sachen, genau. Und freiheitlich-demokratische Grundordnung, Meinungsfreiheit, du darfst doch alles sagen, das ist unser Micky Beisenherz auch. So, sagt Anna zu Recht, findest du, dass man das verbieten sollte, sowas zu sagen? Und das ist ein Based Mic Drop Moment. Hier finde ich Based. Based Girl. Holy Based. Findest du, dass man üble Nachrede und Beleidigungen legal machen sollte? Und sie nur so, ja. Yes. Yes, Chad. Richtig. Es gibt nichts. Beleidigung. Beleidigt sein, Alter? Ey, beleidigt. Beleidigung. Der hat mich beleidigt. Ey. Keine Ahnung. Sag halt, keine Ahnung, kannst du ja zu einem Kenneck mal Hurensohn sagen und dann kriegst du dann schon. Also bitte stell mit deinem Maul nur Schecks aus, die deinen Arsch auch decken kann. Und ansonsten nach der Staatsmafia rufen, wenn jemand dich beleidigt hat, Alter. Ey, Beleidigung. Beleidigung, Alter. Üble Nachrede. Üble Nachrede ist ja was anderes. Üble Nachrede ist ja so Lügen über einen verbreiten oder sowas. Aber Beleidigung? Ciao, ey. So, jetzt kommt's. Jetzt ist es ultra geil. Weil sie ist ja eigentlich auch leider schlau gemacht. Also ist ja auch schlau. Buch schreiben, Buch lesen, schlau sein. Aber in ihr ist eine kleine Dumme. Ne? Biene 403. Lang ist her, dass ich mal wieder eine halbe Nacht... Auch geil schon. Lang ist her, dass ich mal wieder eine halbe Nacht durchgelesen habe. So richtig schön geschmökert.
das Buch hier hat mich gefesselt. Ja, ich weiß, andere Partei trotzdem absolut empfehlenswert. Nice, Hagen. Hagen und Kurt. Yo. So, jetzt zieht euch rein, was die geretweetet hat. Freue mich sehr, dass du lesen. Freue mich sehr, dass du lesen. Hä? Ey, also ist es Legasthen? Oder wofür ich auch Sympathien habe. Was auch gut dumm ist. Auch ich, ADHS, Endlevel, Endstadium. Also mir ist da nichts fremd dahingehend. Aber freue mich sehr. Freue mich sehr, dass du lesen. Ah, ist das schön. Die schön die halbe Nacht durchgeschmökert. Die eine, falsche Partei. Ich weiß nicht, welcher sie ist. Aber Europaflagge ist oben drin auf jeden Fall. Wo ist die Ukraine-Flagge? Wo sind die 8 Spritzen? Freue mich sehr, dass du lesen. Jo. So, weiter geht's. Ah, das war auf jeden Fall Chibli-Segment. Das war das Chibli-Segment der Woche. Ja, wie gesagt, Hisbollah Barbie. Irgendwie, ich mag sie. So. Das hier war ein Netzfund. Auch so ein geiles Wort, ne? Allmann-Wort, Netzfund. Da hat jemand fotografiert in Berlin und bei Boomerbook gepostet. Ich kann kaum lesen, aber ist in Berlin, da unten, irgendwo in Berlin. Jetzt passt auf. Kaktus Comedy, dann diese lustige Person auf dem Bild, sieht man ja schon, dass sie lustig ist, mit praktischem Kurzhaarschnitt. Stand-up Comedy Show mit lustigen Flinter und queeren Comedians. Wow. Also, hättet ihr da Lust auf diese Veranstaltung? Auf diese Lust? Also, ich meine, ich habe keine Zweifel daran, dass wir da nicht was zu lachen hätten oder dass das nicht lustig wäre. Aber, ey, ob ich wohl keine Lust hätte, da zu sitzen, also alleine und das lustig finden zu müssen? Wow, Junge, mit lustigen Flinter und queeren Comedians. Ob man wohl mit Anlauf in einem Satz weniger Werbung für ein lustiges Event. Also ich meine, Deutsche und Humor eh schon krass. Deutschland, Humor, lustig sein, Endlevel. Also lustig sein ist für mich Gay Lifestyle. Das ist lustig sein. Und dann aber lustige Flinters, Junge. Lustige Flinters und queere Comedians. Politically Correct Comedy Club. Und dann diese. Frauen eh mit Humor schwierig teilweise und selber lustig sein. Frauen haben teilweise sehr guten Humor, sonst könnten sie ja nicht über uns lachen, über unsere Witze. Aber selber lustig sein und dann hier solche. Oh weia. Oh weia. Nee. Ich sehe kein erfolgreiches Event. So, hier auch. Ja, ein bisschen wenig Likes, ne? Immerhin 3 Zitate, immerhin 2215 Mal angezeigt. Aber auch hier. Okay, Baby, ich helf dir. What else might Islam be right about? Zieht euch das rein. Sie, ihr. Erlen, sie, ihr. Brille, Meerschweinchen am Kuscheln. So. Wenn ihr gegen bezahlten Periodenurlaub seid, was ist euer Alternativkonzept? Man kann schließlich nicht erwarten, dass Personen mit sieben Tage Periodenkrämpfe, teilweise Ohnmachtsanfälle etc. arbeiten. Also ohne Scheiß, wenn du 7 Tage im Monat, ich erkläre dir mal, Süße, Reverse Sharia. Ich erkläre dir mal Sharia. Sagen wir es mal so. Es hieß ja mal, ihr könnt auch alles. Ne? Ihr könnt alles, ihr seid genauso. Ihr seid stark und unabhängig und ihr könnt alles. Man lässt euch nur nicht. So, jetzt lassen wir euch, wir haben euch gelassen, Periodenkrämpfe heißt es jetzt, und 7 Tage Periodenkrämpfe und Ohnmachtsanfälle. So, und jetzt, was soll her? Periodenurlaub mit vollen Bezügen. Na klar. By the way, ich glaube, das kommt.
Also im öffentlichen Dienst und im Staatsadel wird das kommen, wird das safe kommen. Und jede woke Firma, die was auf sich hält, wird Personen mit Uterus, Ohnmachtsanfälle, Monique, Ohnmachtsanfälle, 7 Tage. Ich sage ja nicht, dass es angenehm ist. Das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht. It's called being a woman und dann ist es eh. Hormone, Emotionen und so weiter. Es ist der ganze Zyklus, der ganze Monat. Es ist ein Auf und Ab. Und wir lieben euch. Wir lieben euch. Ich schwöre, wir lieben euch. Es ist immer so, wenn ich das sage, als ob ich das nicht mögen würde. So. Also, oder als ob ich Frauen nicht mag. So, ne? Wenn man so ein bisschen einfach gestrickt ist, könnte man das denken. Ich schwöre, wir lieben euch. Dafür, egal wie ihr seid. Wir beschützen euch. Wir machen alles. Und ihr dürft auch alles. Ihr dürft auch alles, aber make the right choices. Aber wenn das so ist, wenn du 7 Tage Ohnmachtsanfälle kriegst, dann vielleicht will dir, entweder lügst du, oder aber, wenn es so ist, dann vielleicht ist das nichts für dich. Vielleicht die Welt da draußen ist nichts für dich. Vielleicht Wärmflasche, vielleicht ein paar Babys, vielleicht zu Hause irgendwie. Es gibt ja mittlerweile, du musst ja nicht mehr, das Feuer hüten. Es gibt alles, Wäschetrockner, alles. Es ist alles da. Ja. Stark, Monique. Genau, man kann auch trotzdem arbeiten und dann, ich weiß ja, wir haben ja original Nachsicht mit euch. Ich war auch schon im Büro, es wurde geweint und alles. Und trotzdem sind wir ja cool. So, auch wenn wir mal hinterm Rücken irgendwie gucken, uns Blicke zu werfen, aber ansonsten sind wir echt lieb zu euch so, im Großen und Ganzen. Aber dann hier, ey, und wer zahlt's wir, ne? Naja. Es ist gelogen, okay, danke Monique. Es ist also gelogen. Eine richtige Frau mit Scheide hat es bestätigt. So, kommen wir noch zu einer anderen Frau.